Moin Leute, willkommen bei Comic Inn und willkommen zu meiner nächsten Comic Review. Passend zum Kinostart von Wonder Woman habe ich mir geschnappt und schon vor ein paar Wochen gelesen. Wonder Woman Special 1. Special 1, ja, Kinostart. Ihr seht, das Cover ist wieder auf den Kinofilm gemünzt. Könnte gut sein, dass das hier ein Variant aus den USA war, denn damit wurde öfter mal gespielt. Also besonders dort kamen diese Kino-Plakatartigen Cover dann gerne mal als Variants raus. Special 1, ich muss dazu sagen, ich habe mir eigentlich geschworen, du kaufst dir keine Specials mehr zu Kinofilmen, weil die meist echt kacke sind. Diesmal war es was anderes. Warum? Diese Geschichte hier ist ein One-Shot noch aus dem New 52, also ein Überbleibsel aus der alten Ära von Oktober 2014, haben wir nämlich Sensation Comics featuring Wonder Woman 1. Ich kann euch nicht sagen, ob die Serie nur an mir vorbeigegangen ist, aber ich glaube, die wurde uns einfach nicht präsentiert hier in Deutschland. Kann natürlich auch sein, dass es wirklich nur ein One-Shot war. Das weiß ich jetzt nicht. Worum handelt der Plot, bevor ich zu meiner Wertung komme? Die Geschichte heißt Gothamazon, also Amazone Gothams. Und natürlich bekommen Batman als auch die Stadt Gotham ihren bewährten Platz in diesem Comic. Nachdem wir jetzt schon zwei Paperbacks bekommen hatten, wo Wonder Woman auf Batman trifft und sonst eigentlich fast gar nichts anderes, abgesehen von den beiden Rebirth-Serien, wurde es Zeit, auch noch alle guten Dinge sind drei voll zu machen, und das haben wir mit diesem Special hier bekommen. Batman wird in einem Panel ausgeschaltet von einer großen Riege von Superschurken aus Gotham. Komisch, sonst schaffen die das nicht in einem 200-teiligen Großevent. Merkwürdig, dass sie es jetzt in einem Panel schaffen. Nun gut, aber Oracle ist so clever und schaltet Wonder Woman ein, auch wenn sie weiß, dass es gegen den Willen von Batman ist. So weit, so gut. Der bekommt ja nichts mit. Der ist weg, mal wieder in so einer Art Rehabilitation, wie es schon bei Nightfall war. Also braucht er einen Vertreter. Diesmal nicht Dick Grayson. Diesmal nicht Azrael. Nein, diesmal ist es Wonder Woman, die aber leider in kein Batgirl- oder Batwoman-Kostüm steigt. Das hätte ich sehr schön gefunden. Nein, sie bleibt ihrem Kostüm treu und auch ihrer Art zu kämpfen. Das ist auch so ein bisschen die Handlung des Hefts. Sie muss den richtigen Weg finden, wie sie gegen diese Schurken aus Gotham kämpft. Das sind Schurken, die sie so nicht kennt, die für sie ganz anders sind, und sie kommt erst mit ihrer Art zu kämpfen nicht wirklich zurecht. Und sie fragt sich, wie dieser einfache Mensch Batman das sonst geregelt bekommt. Außer an diesem einen Panel, wo er ganz easy peasy ausgeschaltet wurde, weil sein Batmobil hochgesprengt wurde. Aber okay, das ist eine andere Geschichte. Hinsichtlich dieses Aspekts und auch dem Gedanken, der dahinter steckt, ist das gar nicht so schlecht. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, für einen One-Shot ist das eine ziemlich gute Idee, weil man sowas auch recht schnell abhandeln kann. Das Problem ist, wie es abgehandelt wird. Grundsätzlich hat sie nämlich auch keine Chance gegen die Schurken Gothams. Außer, als sie zwei bekannte Damen in ihr Boot holt, wie auch immer. Ebenfalls wieder ganz schnell abgehandelt, trifft sie Catwoman und Harley und überzeugt sie mit wenigen Worten, einfach auf der guten Seite zu stehen. In dem Heft werden Harley und Catwoman aber als Schurken doch schon dargestellt und sind ihr auch gar nicht freundlich gestimmt zu Anfang. Deswegen frage ich mich da, okay, habt ihr da irgendwie zwei Seiten rausgeschnitten, vergessen, oder da fehlt irgendwas? Es kann einfach nicht sein, dass zwei mehr oder weniger gestandene Schurken, zählen wir sie mal zu den Schurken, wirklich Antihelden sind sie ja nicht, und zählen wir sie als Schurken, dass sie einfach so überrumpelt werden und hey, ja, okay, ja, diesmal sind wir gut. Kein Ding, Wonder Woman, diesmal sind wir gut. Nee, da fehlt mir irgendwas, ganz ehrlich. Da fehlen wirklich noch ein paar Seiten. Und man hätte ja auch ein überformatiges Heft bringen können. Klar, das ist ein One-Shot, aber warum denn nicht? Und ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Seiten mehr hätten dem Heft gar nicht so schlecht getan. Nächstes Problem ist, dass einfach versucht wurde, viel zu viele Schurken in dieses kleine Heft zu quetschen. Wir haben Mr. Freeze, wir haben Man-Bat, wir haben Two-Face, wir haben den Joker, wir haben Catwoman, wir haben Harley Quinn, wir haben den Pinguin und den Riddler. Habe ich jemanden vergessen? Ich glaube nicht. Und wenn doch, tut es mir leid für diese Figur. Auf jeden Fall, ihr seht, das ist eine Megaflut. Für 20 Seiten haben wir jetzt um die 10 Schurken, und so wird auch jeder Schurke abgehandelt. Denn man muss ja auch noch ein bisschen Geschichte drumherum erzählen, ohne dass Schurken vorkommen. So ist schon mal, ja, mindestens ein Drittel des Hefts weg. Heißt, wir haben noch ungefähr 12, 13 Seiten, um alle Schurken zu behandeln. Heißt, auch so viel wie jeder Schurke bekommt ungefähr eine halbe bis eine Seite, um die ganze Geschichte abzuhandeln. Ist jetzt nicht so.
Ich mag das ja, wenn man den Schurken Aufmerksamkeit schenkt, ein bisschen was entwickelt. Ist natürlich nicht möglich in einem One-Shot. Natürlich nicht. Aber da hätte ich mir auch mehr gewünscht. Also der Einzige, der da so ein bisschen Wandlung zeigt in diesem Heft, ist der Joker. Und auch nur, weil der eine Wette mit Two-Face abgeschlossen hat. Aber ja gut, die anderen waren halt kurz da und waren dann direkt besiegt. Und das hatte keinen Mehrwert. Man hätte sich tatsächlich nur auf Two-Face und Joker konzentrieren können. Das hätte die Sache, finde ich, sehr, sehr viel attraktiver gemacht. Für mich ist das auch kein gutes Promo- oder Werbeheft für Wonder Woman, das man zu einem Kinofilm raushauen kann. Klar hat man hier bekannte Figuren, theoretisch interessante Schurken, die hier alles andere als interessant dargestellt werden, aber man hat halt überhaupt keine Story und ich finde, klar, geile Bildchen, schön und gut, aber letztendlich fesselt ein Comicleser auch die Story und lässt ihn weiter an den Comics dranbleiben. Coole Bildchen werden irgendwann langweilig. Stories kann man immer wieder frisch neu erfinden. Naja, apropos Bilder. Die Zeichnungen sind tatsächlich richtig cool. Die sehen wirklich super aus. Ich blende euch ja ab und zu hier mal eins ein. Ich denke, ihr habt schon gesehen, dass die wirklich toll aussehen. Besonders Wonder Woman ist gut getroffen. Die Schurken sehen größtenteils auch gut aus. Ist auch nicht selbstverständlich für einen One-Shot. Auch die Umgebung, zum Beispiel, wenn Mr. Freeze mal wieder seine Frostkanone abschießt. Ist wirklich ganz schön. Schöne Kontraste, schöne knallige Farben. Das passt schon. Und trotzdem ist es halt düster, weil es in Gotham spielt und das sieht super aus. Auch ganz schön gelungen ist eine kurze Schurkenanalyse, die in Wonder Womans Kopf abspielt. Das ist ganz schön gemacht. Da wurde sich auch wenig Zeit genommen, hat man aber tatsächlich gut, kurz und knackig hinbekommen. Hätte gar nicht viel mehr gebraucht. Übrigens, ich habe doch noch wen vergessen. Poison Ivy ist auch noch dabei. Ach, wie konnte ich sie vergessen? Ja, das ist es erstmal so im Großen und Ganzen gewesen, was so die Story und das Heft an sich betrifft. Dazu habe ich auch noch anzumerken, das wäre eigentlich wieder so ein Klassiker gewesen für Panini 2,99. Ich habe die eine US-Ausgabe. Passt, komm, seid zufrieden damit. Wie sie es auch bei den Rebirth-Specials gemacht haben. Und die waren ja auch, ja, nicht nur dazu da, den Übergang zu schaffen, sondern auch neue Leser zu locken mit so einer dünnen Special-Ausgabe, günstiges Geld und so neue Leser zu fesseln. Diese Ausgabe kostet aber nicht 2,99, sondern 3,99. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum? Warum? Hier ist eine Leseprobe drin, nicht zu kurz von dem neuesten Wonder Woman Rebirth Band, also dem zweiten. Ob das wirklich nötig ist, dann einen Euro drauf zu klatschen, weiß ich nicht, ob das so günstig ist marketingtechnisch. Ich hätte es nicht getan, um ehrlich zu sein. Da hätte ich die Leseprobe tatsächlich kürzer gestaltet oder sogar komplett rausgelassen. Ich meine, wir haben jetzt so viel von Wonder Woman bekommen. Wir haben dieses dünne Heft, was an sich gereicht hätte, aber meiner Meinung nach halt nicht repräsentativ ist für wirkliche Comics. Wir haben die Batman Trade Paperbacks von Wonder Woman. Dann haben wir ihre eigenen Rebirth-Sachen. Und dann haben wir ja auch schon die ganzen Leseproben in diesen Gratisheften gehabt, die in Comicläden ausliegen. Ob dieser Euro da drauf jetzt hätte sein müssen, ich wage es mal stark zu bezweifeln. Wobei, man sieht ja, ich habe es trotzdem gekauft. So, im Großen und Ganzen merkt ihr, ich bin dem Ding nicht sehr positiv gegenüber gestimmt. Ich habe viele andere Stimmen gehört, die meinten, das sei tatsächlich gut. Und das ist wahrscheinlich auch eine Meinungssache. Mich hat es allerdings nicht zufriedengestellt. Hat vielleicht auch daran gelegen, dass ich es gerade in einem Gemütszustand gelesen habe, der ein bisschen nicht so freundlich gestimmt war, um es mal so auszudrücken. Aber Comics sind ja auch dazu da, um das zu ändern. Und das hier hat es nicht geschafft. Und ihr merkt auch, ich gucke ja immer gern zweimal auf die Hefte und mir fällt dann noch viel auf und so. In dem Fall ist es tatsächlich nicht so gewesen. Wonder Woman Special 1 von Panini kriegt von mir eine Wertung 3,5 von 10. Mehr kann ich da leider nicht geben. Und das eigentlich auch nur aufgrund der grandiosen Zeichnung und ja, diese kleinen Aspekte in der Story, die ich jetzt noch betont hatte, die kleine Analyse und ja, der Sinneswandel. Ihr merkt es an meiner Stimme, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Teil. Naja, ich freue mich auf den Kinofilm. Wir sehen uns, euer Comic-In. Bis denn.